Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War Soulstorm. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, die Impis aus dem Rennen zu schlagen und ich muss gerade mit Erstaunen sehen, ich habe alle meine Units verloren. Ärgerlich, okay. Zug beenden erstmal. Na? Na, wer wird gewinnen? No. Ey, die Elder sind ja schon fast tot. Schade. Jetzt greifen sie wen anders an. Wir werden erstmal das kleine Fleckchen da oben einnehmen. Was nehmen wir denn? Boah, das ist alles so teuer, ne? Ich kann mir nicht mal Kultisten leisten. Angriff! Nee, brauche ich nicht. Attacke! Das brauche ich nicht. Kauraf City. Wäre natürlich einfacher gewesen, hätten wir jetzt Dark Elder rausgenommen. Weil dann hätten wir von Portal zu Portal springen können. Und dann hätte ich jetzt nicht gleich auf den Mond gemusst, wo plus 9 Space Marines auf mich warten. Da habe ich Lust drauf, das kann ich euch sagen. Natürlich, wir erfüllen eure Wünsche. Ist gerade irgendwie ohne Ton, kann das sein? Führt uns in die Schlacht. Ah, ich weiß sogar, wo der ist. Weg in die Hölle. Da. Sehe ich das hier gerade echt so, dass das hier ohne Ton ist? Außer das. Vernichten, zerstören, ausradieren. Hier ist echt kein Soundtrack. Bis jetzt auf die normalen Soundtracks von den beschworenen Gebäuden und die Einheiten. Ja, ja, natürlich. Sehr, sehr komisch, würde ich mal sagen. Komm, beeil dich. Muss ich dich quälen? Dankeschön. Ja, ja, sofort. Ja, ja, sofort. Ja. Da sind die Feinde. Vielen, sag mal, gibt es neuerdings Dank, keine Meister. Meldungen mehr? Wir sehen das Ziel. Oder ist das, weil die schon kaputt sind? Das kann natürlich auch sein. Keine Bange. Mein Kollege ist gleich da. Legio! Boah. Das war aber gerade ein kleiner Spam. Ihr kleinen Spammerlein. Meine kleine Lämmerlein. Aus dem Weg. Schädel für den Schädelthron. Ich zeig euch mal Warpfeuer, meine Lieben. Das ist nicht gerade so gut, wenn ich den jetzt wieder verlieren würde. Muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oh, nimmst hier noch einen dazu. Das sollte passen. Ey, die sagen überhaupt nichts mehr. Oder bilde ich mir... Irgendwas habe ich gerade gemacht, was nicht gut ist. Der Boden erzittert unter jedem meiner Schritte. Wir sind Legion! Wenn ich mal hier stehe, wann ist das fertig? Dann müssten die ja theoretisch das sagen. Na, jetzt wisst ihr, wie Moralverlust ist. Die sagen das nicht. Wir sind eure Lieblinge, oder? Tja,
Die letzte Bastion der Fanatikerinnen. Da, 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 da. Tja, da soll mal einer sagen, ich würde nicht gründlich arbeiten. Ja, na, na, na. Oh. Er klang aber sehr befriedigt. Er hat echt viel Leben. Ja, also sehr spannend ist das jetzt gerade nicht. Ich weiß es. Ja, was bauen lohnt sich jetzt sowieso nicht. Warum sagt ihr nichts mehr, verdammt? Was habe ich euch getan? Ich muss das mal mit der nächsten Aufnahme klären. Naja. Ich meine Soundtrack so, Waffensounds und Co. Doch, Waffensound höre ich. Moment, ich guck mal gerade was nach. Lasse mich kicken. Wieso ist die Musiklautstärke aus? Ach stimmt, ich habe das ja letztens online gezockt. Hihi. Entschuldigung. Das habe ich glatt vergessen. Tja. Und weg mit euch. Weg mit dem Schinken. Die Eroberung des ersten Planeten, und zwar vollständig, ist geglückt, meine Freunde. Ist geglückt. Zug beenden. Der Kader wird sie vernichten. Na? In Tau bin ich stark. Sehr gut gemacht, meine Freunde. Weg von hier. Ah, ich muss auf den Mond. Ich mag das nicht. Ich hasse es, gegen 9 oder höher zu kämpfen. Irgendwie wird das schon so... wie soll ich es beschreiben? Ja. Schon zur Farce. Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, wir werden schneller arbeiten. So. Na komm. Vielleicht, wenn alles gut geht... schaffen wir sogar noch in der nächsten Folge die Orks rauszuknallen. Aber nur wenn es klappt. Ansonsten werde ich ein paar... Pardon. Ansonsten werde ich mir ein paar Zwischengebiete nehmen, ja? Na, 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 na. Das ist doch schön. Jetzt habe ich doch endlich wieder so ein bisschen Sound. Das ist, wenn man online spielt. Ich finde das immer sehr, sehr angenehm, wenn ich dazu meine Musik haben kann. Und meine Musik, die muss ich laut haben. Die kann ich nicht im Hintergrund laufen lassen. Das ist leider so. Hinterher, mein Freund. Hinterher. Du weißt, wo er ist. Ja, ein eindeutiger Kampf, würde ich sagen. Der kann mir kaum einen Kratzer zufügen. Und dann mache ich auch noch die fertig. Ja, ich mache erst dich fertig und dann mache ich deine Freunde fertig. So einfach ist das. Jetzt habe ich meine Freunde mitgebracht. Bringt mich zum Feind. Wie viele Verteidigungen habe ich jetzt eigentlich insgesamt? Ich weiß es gerade nicht, deshalb frage ich einfach mal so in die Runde. Ich glaube, es müsste jetzt die vierte sein. Das heißt, noch 3 Verteidigungen brauchen wir und dann können wir ihn vernichten. 3 läppische Verteidigungen. Vielleicht auch weniger. Wer weiß das schon? Feinde
der dunklen Götter gedacht. Nein. Gewähre uns die Gunst der Chaosgötter, Meister. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte die aufbessern und hab die Kultisten aufgebessert. Scheiße. Naja, sei es drum. Wer mich betrügt, stirbt. Unser Sieg ist sicher. Na, na. Hallo, mein Freund. Du weißt doch ganz bestimmt, wie es jetzt ausgehen wird, oder? Ich meine, wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Wir sind ja quasi schon Gäste hier. Halt mal das da an. Ja, wie gesagt, Dark Elder finde ich nicht gut. Wirklich nicht gut. Ich glaube, auch wenn es schwer gewesen wäre, wäre das Ergebnis im Endeffekt gleich gewesen. Außer, dass ich dann ein bisschen auf die Positionierung meiner Truppen aufpassen hätte müssen. Ich weiß, das war kein gutes Deutsch, aber ich habe es jetzt einfach mal so gesagt. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Satz wiederholen. Das ist genau so ein Wirrwarr. Ihr fangt genauso Wirrwarr an zu reden, sobald ihr irgendwie so einen alten, richtig alten Buchtitel lest. Ne? Ich habe es erst gestern gemerkt, wo ich mir so einen richtig alten Schinken mal vorgenommen habe. Alter Schwede. Das ist mit heutigen Büchern überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Oder nicht mehr so oft zu vergleichen. Was die da an Zeugs reingeschrieben haben, das glaubst du gar nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das lasse ich erstmal so sacken. Muss mich auch erst wieder an die moderne deutsche Sprache gewöhnen. Wieso schießt du denn da drauf? Na komm, gut. Ich weiß, dir ist langweilig, jedes Mal dasselbe zu tun. Aber es ist auch nur noch dreimal. Halte durch. Ich weiß, du schaffst das. Seht ihr das? Ein bisschen Motivation. Und der Laden läuft. Jo, Berserker Champion. Wie viele Verteidigungen haben wir denn? 4. Da war ich gar nicht so verkehrt. Wie viel kostest du? 680. Lecko funny, ey. Lecko funny. So. Einmal nach da bewegen und Zug enden. Ich glaube, das wird heute nix. Nee, ich glaube, das wird heute wirklich nichts, wenn wir schon gegen den Neuner antreten müssen. Ich würde ganz gerne mit sämtlichen Truppen mal angreifen. Wenn ich hier mal gerade so hingucke. Dieser Planet ist eigentlich einer der sichersten Planeten hier in diesem System, ne? Nur ein Zugang. Und den halten auch meine Freunde, die Necrons. Macht ja auch so viel Spaß, gegen die anzutreten. Wisst ihr was? Wir warten noch eine Runde. Eine gebe ich mir noch. Dann machen wir es so. Wir greifen den Mond an. Oder auch so. Wir verteidigen und greifen den Mond an. Und dann erobere ich die untersten 3 Gebiete. Sofern das natürlich der Angriff auf den Mond klappen sollte. Natürlich, aber ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Ich meine, das hier ist ja jetzt auch nur rein routinär. Ah, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Jung, lass mich in den gucken. Ich fände es ja mal cool, wenn man bei den Chaos-Typen einfach mal einen Gott wählen könnte. Es gibt ja mehrere Chaos-Götter. Es gibt zum Beispiel Korn, es gibt Nörgel, es gibt Zench und Slaanesh. Halt sowas. Aber naja,
Auch so zu spielen ist auch cool, aber... da fehlt dann immer so ein bisschen was. Naja, ich bin ja mal gespannt auf den dritten Teil. Da gibt es leider kein Chaos. Nur Elder, Space Marine und Ork. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Per se, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich kein Freund von Space Marine. Man könnte sogar sagen, dass es eher eine Hassliebe als alles andere. Aber, naja. So wie das ist. Ach nö, Keegan's da. Da schleicht sich jemand vorbei. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Das wird noch ein Satz mit X. Das war wohl wieder nix. Ich frag mich, was das ist. Ist das Erde oder was ist das? Weil das sieht aus wie Fleisch. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Dead Space, wenn ich ganz ehrlich bin. An eine Erinnerung Dead Space, in die ich nicht unbedingt zurück möchte. Wo ich noch vorher großkotzig behauptet habe, dass ich das auf schwer bestimmt durchspielen kann und das nachher die Hölle war. Aber gut, ich muss mir ja zugute halten, ich hab's durchgezogen. Auch wenn ich einmal kurz zusammengeknickt bin, kurz nach dem Captain. Aber ich habe es auf schwer durchgezogen. Es war hart, aber ich habe überlebt. Wer mich betrügt, stirbt. Und ich glaube, ich bin nur einmal gestorben. Ich zerschmettere ihre Seele, Meister. Alter. Einfach nur mit dem Warpfeuer, ne? Einfach nur mit dem Warpfeuer. Mal wer da ist. Das sind die Dark Elder mal wieder. Macht Kleinholz aus der Basis. Wem sage ich das überhaupt? Ihr kennt das Prozedere doch. Ihr seid jetzt hier zum fünften Mal hergerufen worden. Ihr kennt das Prozedere. In- und auswendig. Vielleicht muss ich den Mond auf einem Level 10er angreifen. Ich bin ja ehrlich gesagt kein Freund von einem Level 10 Gebiet. Das ist so anstrengend. Aber vielleicht ist das jetzt mal hier wenigstens eine Herausforderung. Ich meine, bisher wurde ich ja kläglich enttäuscht. Da wünschte ich mir, ich hätte auch schwer gespielt. Aber vermutlich hätte ich dann am Anfang von schwer wieder rumgeheult. Und am Ende wäre es wieder so einfach gewesen. Ich meine, wer mit Impies auf schwer zockt, der muss es entweder drauf haben oder auf Schmerzen stehen. Nicht genügend Energie. Interessant. Na komm. Das war Nummer 5. Verbleiben noch 2. Wer weiß, wenn alles glatt läuft. Hä? Hab ich da was nicht mitgekriegt? Es waren eben 4 Verteidigungen. Und jetzt sind es plötzlich 7? Zählt das jetzt doppelt? Okay, so einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Da, da, di. Was ist denn das für eine Rune? Am liebsten würde ich dir ja so einen Plasmawerfer geben, ne? Dann siehst du nicht mehr ganz so schäbig damit aus. Lassen wir das. Du kriegst das. Lass mich mal überlegen.
Wisst ihr was? Wir machen eine kleine Planänderung. Eine kleine gute Planänderung. Ich hab jetzt das, was ich will. Ich hab 5 Verteidigungen. Willst du mich verkohlen? Da stimmt was nicht. Wacht mal. Ich krieg jetzt noch eine Aufbesserung für 3 besiegte Gegner. Eine für, ich glaube, 5000 Kills. Und eine für 15 Eroberungen. Kills insgesamt 2400. Ja, das wird sowieso noch was dauern. Gut, okay. Hier hat sich jemand gut Gedanken gemacht. Und ich mach mir Gedanken dahin. Wir werden uns jetzt den zweiten Planeten sichern. Und mit sichern meine ich sichern. Die Dark Elder sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Die kleinen Nervenzwerge. Im Übrigen habe ich auch gelogen. Der erste Planet da hinten bei den Sororitas ist auch gut geschützt. Hallo, mein Freund. Kennst du mich noch? Warte mal. Die Orks können mir nicht gefährlich werden. Ich lasse das jetzt mal einfach so weiterlaufen. Der Kader wird sie vernichten. Bang. Rückzug, Rückzug. Oder doch nicht. Okay, die können alle auf ihrem Planeten bleiben, solange sie mein Versorgungssystem in Ruhe lassen. Du hast Eier in der Hose, mein Freund. Du hast echt Eier in der Hose. Da anzugreifen, wo mein Commander mit all seinen Truppen steht. Respekt. Nee, wirklich Respekt. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen übersteuert. Das war ein bisschen laut. Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ihr belohnt uns mit eurer Aufmerksamkeit. Ultisten. Mein Leben ist verwirkt. Das wird die letzte Verteidigung sein, die ich gegen diesen Typen machen muss. Gott sei Dank. Warum kämpfen wir noch nicht? Ich habe hier das Sagen. Wir haben was für Sprache eingenommen. Wir werden ihn jetzt zerquetschen. Vernunft ist was für Schwache. Und zwar ein für alle Mal. Ich hätte das eigentlich schon von Anfang an machen können. Aber wir so habe ich jetzt zumindest meine Aufwertung. Führt uns in die Schlacht. Oh, nur gegen einen. Ja, aber dann sehen wir diese Map wenigstens auch nicht wieder. Ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuschauer hier wahrscheinlich schon die Augen rausquillen, weil es immer wieder dieselbe Map ist. Wir sind die Zerstörer. Wir werden ihnen das Fleisch von den Knochen reißen. Mach mal bitte. Zu Befehl. Ach so. Wir sind Legion. Legion. Ja, Meister. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Ich zerschmetter ihre Seelen. Erstmal 2 Flammenwerfer hier. Ah, egal. Dann kann ich wenigstens mein kleines Versprechen doch noch halten, was ich gegeben habe, und heute einen Feind auslöschen. Na gut, für mich ist es heute. Für euch ist es dann halt Sonntag. Bevor meine wirklichen Truppen da ankommen, ist schon die halbe Basis kaputt. Da merkt man mal den Unterschied. Hau du nur ab. Hau du nur ab. Oh. Hallo. Komm. Ja gut. Hat sich eh erledigt. Ich wollte schon sagen, ihr lasst euch doch nicht von solchen Leuten erschießen. Jetzt käme es zumindest fast hin. Ja? Da brauche ich auch nicht diesen blöden Mond zu machen. Was ist das?
abgeschnitten in der Nachschublinie. Ja gut, das trifft aber nur auf die Space Marines zu. So, liebe Freunde. Das war's für den Part. Für mich geht's jetzt gleich sowieso weiter. Direkt gegen die Basis. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid morgen dabei, wenn es heißt, die Dark Elder stehen mir im Weg. Naja, nicht mehr lange. Bis denne.